Hallo, ich bin der Julian und ich stelle euch heute mit der Sophia, der Melissa und dem Jonas die neue Containerschule vor, in der wir jetzt unterrichtet werden. Und ja. Wir sind da in der Garderobe und da gleich beim Eingang ist so eine Tafel mit unseren gemeinsamen Zielen, rund um Corona. Ich sitze da jetzt im Schulraum und da kann man hergehen, wenn es uns einmal nicht so gut geht und wir nicht mit den Sachen über die Lehrer reden wollen. Und das ist so ein vertraulicher Raum, da können wir herkommen zum Spielen oder so. Da sind wir jetzt gerade in unserer Klasse, in der 4C. Da wird gerade Deutsch unterrichtet. Was wird da so getan? Also heute machen wir eine Wortschatzübung. Wir schreiben zuerst einmal wichtige und vor allem auch schwierige Wörter auf. Dann kontrollieren wir sie in Partnerarbeit und nächste Woche wird das Ganze dann als Diktat abgeprüft. Wir sind ja gerade in der 4D-Klasse und die arbeiten gerade mit ihren Tablets. Was machst du da genau? Also am Anfang tun wir halt bei Quizlet Live, da tun wir zuerst lernen, wie die Words heißen auf Englisch. Und dann spielen wir zusammen ein Online-Spiel in Gruppen und Teams. Und ja, also der Gewinner kriegt dann halt was Süßes dann immer. Also herum gibt es eine Bücherei, zwei Informatikräume, einen Chemie- und Physikraum, Klassen, die Garderobe und unsere schönen Aufenthaltsräume. Wir sind jetzt da in unserer Bücherei. Sie ist leider ein bisschen kleiner wie oben, aber man hat trotzdem alles Platz. Und es ist sehr fein. Die Schüler können sich da ein Buch seiner Wahl ausleihen. Und da hinten haben wir auch Spiele. Da können auch oft einmal die Schüler in die Pausen auch oft einmal was spielen. Bei welchem Regal schaust du dir am liebsten um? Ganz gern durch Abenteuergeschichten lesen. Da sind auch Fantasiegeschichten, die finde ich relativ interessant. Lieber Herr Direktor, Stellvertreter, wie gefällt Ihnen die neue Schule? Ja, ganz gut eigentlich. Also herinnen schaut es ja ganz prima aus, was man draußen so gar nicht vermutet. Ja. Heute in der Früh war es ein bisschen kalt. Ist es ein großer Unterschied, dort zu unterrichten, als wie in der alten Schule? Ein Großteil meiner Schüler sind die gleichen Schüler. Also insofern fühle ich mich sehr aufgehoben und wie in einer großen Familie ist es genauso fein wie im alten Schulgebäude. Ja, wie haben wir die ersten Tage erlebt? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, so wie immer. Wir waren die Woche vorher schon da, mein Kollegium war da, ich war sowieso da. Wir haben geschaut, dass alles perfekt vorbereitet ist und haben alles richtig gehend hergerichtet. Und ich glaube, dass die Schüler das gar nicht viel anders empfunden haben wie sonst. Und für uns ist sowieso, ab dem ersten Tag läuft es. Jetzt sind wir am Ende von unserer Führung angekommen. Wir stehen jetzt im Pausenhof, da haben wir einen Tischtennistisch und so sind wir gut ins neue Schuljahr gestartet.